Heute geht es um meine Fernstudium-Erfahrungen an der Fernuni Hagen. Willkommen zurück, hier ist Leo, der Abiturcoach, und heute geht es darum, wie es eigentlich ist, ein Fernstudium zu machen. Das haben ja sehr viele unter meinem Video zu meinem Psychologiestudium gemacht, das ich eben an der Fernuni Hagen mache. Und jetzt möchte ich aber speziell nochmal auf den Fernuni-Aspekt eingehen. Wie ist es denn eigentlich, wenn du übers Internet studierst, wenn du keine richtigen Präsenzveranstaltungen hast? Wie ist es denn, wenn du eigentlich nie deine Kommilitonen siehst? Wie ist es eigentlich, wenn du nie deine Lehrer oder Professoren in echt siehst? Und wie ist es mit dem ganzen Zeitmanagement, wenn es keine festen Zeiten gibt und ihr selbst alles einteilen muss? Und auf all diese Fragen werde ich in diesem Video eingehen. Zunächst einmal mein absolutes Lieblingsthema mit dem Zeitmanagement und der Motivation. Viele fragen mich immer, oh Leo, wie motivierst du dich denn, wenn da keiner dahinter ist? Wie schaffst du es denn da überhaupt, morgens aufzustehen und zu lernen und so weiter? Wie schaffst du es dir, deine Zeit selbst einzuteilen? Und da muss ich erstmal sagen, von der Motivation her, Leute, wenn ihr keinen Bock habt zu studieren, dann studiert es nicht. So. Ganz einfach. Und wenn ihr es studieren wollt, weil ihr später einen geilen Beruf haben wollt, irgendwas anderes ausführen wollt, klärt euch dahinter. Und ansonsten ist es einfach genauso wie in der Schule. Du musst es halt einfach lernen. Du musst es einfach lernen. Das wird sich in einem Fernstudium nicht ändern, das wird sich in der Präsenzuni nicht ändern, das wird sich nie ändern, dass wenn du was machen willst, was dir wichtig ist, was vielleicht aber in der Situation nicht so angenehm ist, na, ich dir jetzt gesagt, just fucking do it. Und Zeitmanagement, da wird einem auch sehr viel unterstützt. Also ich habe hier auch gleich nochmal das MacBook da und dann können wir da nochmal reinschauen. Dir wird schon angeleitet, was du wann lernen sollst. Also da mit dem Zeitmanagement musst du eigentlich nicht so große Gedanken machen. Du musst, also dir wird quasi gesagt, was du pro Woche zu lernen hast. Wie du das anteilst, ist eine eigene Sache, aber ich finde es einfach auch total wichtig zu lernen. Ich würde niemals an eurer Stelle da zurückschrecken, weil man sich sagt, oh, da bin ich nicht motiviert oder da pusht mich keiner oder ich kriege das nicht organisiert. Nehmt das einfach als Challenge, um das Ganze eben zu lernen. Wie ist es mit dem Studentenleben und grundsätzlich mit dem Sozialen? Wie gut kann man seine Kommilitonen kennenlernen und so weiter? Ich persönlich wollte nie krass so dieses Studentenleben. Also so wirklich dieses, yo, wir chillen und dann lernen wir ein bisschen und dann gehen wir feiern und vielleicht noch saufen und keine Ahnung was. Und das war irgendwie nicht so mein Weg. Deswegen vermisse ich das auch gar nicht so krass. Ich denke, dass man aber trotzdem auch als Fernstudent kannst du super feiern gehen. Du gehst halt nicht mit deinen Kommilitonen feiern, sondern du gehst halt mit anderen Freunden feiern. Und du kannst dich auch ja so mit anderen Menschen umgeben. Also, dann sage ich so, man sollte halt nicht das Studium brauchen, um Menschen kennenzulernen. Und wenn du diesen Schritt schaffst, dann bringt es dir eigentlich auch gar nicht so viel mehr Studentenleben, in eine Präsenzuni zu gehen, weil du ja sowieso neue Menschen kennenlernst, weil du einfach auf eine Party gehst oder gehst in die Stadt oder gehst zum Sport, irgendwas, keine Ahnung. Oder hast so Freunde. Ist ja alles nicht so schwierig eigentlich. Klar verbindet das, wenn man das Gleiche studiert und deswegen kann es auch sinnvoll sein, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du ein Fernstudium machst, du auf einmal dieser isolierte Typ bist, nur noch in deinem Zimmer hockst vor deinem Computer und kein Leben mehr hast. Also davor würde ich auch keine Angst haben. Natürlich ist es aber so, dass du Kontakt zu deinen Kommilitonen sehr, sehr wenig hast. Also online quasi gar nicht. Man wird an der Fernuni Hagen zumindest am Anfang in so ein Buddy-Programm förmlich geschmissen, wo du dich per Forum mit einer anderen zufällig zugeteilten Person so Fragen beantwortest gegenseitig. Also keine Ahnung, wenn du mit einer Person mal zum Essen gehen könntest, wer wäre das? Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? Was war dein bisher größter Fehler in deinem Leben? Also schon sehr tiefgehende Fragen, die einfach nur dazu da sein sollen, dass man eben mit einer Person aus den 5000 oder so, die jetzt bei mir in Psychologie aktuell in dem Studiengang sind, dass irgendwie eine Connection hergestellt wird. In meinem Fall hat es komplett gefailt, einfach aus dem Grund, weil ich mit einer, keine Ahnung, ich schätze mal so 38-jährigen, total voll berufstätigen Frau zusammen kombiniert wurde und wir irgendwie so weder persönlich noch beruflich noch irgendwie irgendwelche Gemeinsamkeiten hatten. Und deswegen haben wir einfach die Fragen beantwortet und hatten seitdem keinen Kontakt mehr. Und das ist irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen am Ziel vorbei. Deswegen, ihr werdet schon wirklich kaum Kontakt zu euren Kommilitonen haben. Was sehr gut funktioniert, sind die paar Präsenzveranstaltungen, die es gibt. Also muss, auch denke ich, eine sehr wichtige Sache für viele. Man muss, in meinem Fall jetzt in Hagen, muss man im Laufe des Studiums an 2 Präsenzveranstaltungen in Hagen selbst teilnehmen. Also du kannst eigentlich wirklich alles komplett von daheim aus machen. Die einzige Sache ist nur, dass du eben 2-mal im Studium für jeweils ein Wochenende nach Hagen muss. Und genau da
trifft man natürlich die Leute persönlich. Ist auch mal mega cool, einfach mal so 30 Leute kennenzulernen aus den 3000 und sich irgendwie ja, bewusst zu werden, dass man nicht der Einzige ist, der da alleine vom Computer hockt. Das ist schon ganz cool, da entstehen auch ein paar engere Kontakte. Aber dann ist natürlich auch wieder so, dass dann jeder komplett in Deutschland verteilt ist. Und dann hält sich das in der Regel auch wieder nicht. Deswegen würde ich mir über das ganze soziale Ding da auch echt nicht zu große Hoffnungen machen, dass irgendwie Freundschaften oder so entstehen. Ist in meinen Augen eher schwierig, außer man ist zufällig wirklich sehr nah beieinander und macht eine Lerngruppe. Also das kann auch funktionieren. Genau, und auch zu den Prüfungen, was sicherlich viele interessiert. Die Prüfungen legt man nicht online ab, sondern du legst sie an einem festen Ort ab, in einem Prüfungssaal und so weiter. Ganz normal, glaube ich, wie an jeder anderen Uni. Und dafür werden einfach, glaube ich, 18 Unis oder so in Deutschland halt sozusagen gebucht. Ich beispielsweise fahre nach Bayreuth an die Uni, da ist da ein großer Raum. Und dann wird in dieser Zeit einfach von 14 bis 18 Uhr oder whatever diese Prüfung geschrieben. Und dann kommen da die Leute, die einfach aus der Nähe von Bayreuth kommen, fahren dahin. Die Leute, die aus der Nähe von Berlin kommen, fahren an eine Uni aus Berlin. Und so wird das Ganze dann eben gehandhabt. Jetzt ist aber, denke ich, für viele auch noch die Frage, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze denn überhaupt aussieht oder funktioniert. Das wäre mir persönlich so am wichtigsten gewesen, bevor ich so ein Fernstudium gemacht habe. Vorweg, am Anfang bekommt ihr einfach irgendeine Mail und es ist ein bisschen weird. Du musst irgendwelche Passwörter eingeben und irgendwelche Bestätigungsmails und keine Ahnung was. Das ist am Anfang total ungewohnt, aber da kommt man rein. Also macht euch keine Sorgen, dass irgendwie die Anmeldung nicht hinhaut. Es klappt alles. Wenn du das dann alles gemacht hast, dann sieht so im Prinzip, ich hoffe, man sieht das jetzt gut mit der Cam, so, dann sieht so ungefähr dein Studienplatz aus. Das bedeutet, hier in meinem Fall ist es jetzt eben Psychologie und ja, ich habe, wie gesagt, ich studiere aktuell in doppelter Vollzeitgeschwindigkeit. Das bedeutet, ich habe hier sehr, sehr viele Kurse und Module jetzt belegt. Bei normalen Leuten, sage ich mal, ist es wahrscheinlich eher so viel. Hier hast du jetzt eben deine verschiedenen Module, die du belegen hast. Dann kannst du hier da dann auf die jeweiligen Module draufgehen. Dann siehst du hier schon, was für jede Woche eben immer ansteht. Hier ist jetzt Einführung Teil 1, dann ist hier Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und so weiter. So geht sozusagen alles runter. Das machst du sozusagen jede Woche mit. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen über den Kopf lese, genau, und dann geht es hier halt meistens beispielsweise pro Woche und pro Thema zu einer Online-Vorlesung. Klickst du dann einfach drauf, kommst auf ein YouTube-Video und so läuft das Ganze dann im Prinzip einfach ab. Das heißt, da steht dann einfach jemand und erzählt dir die Vorlesung, so wie du es auch in der normalen Präsenz-Uni einfach bekommen würdest. Das ist eigentlich total... ja, entspannt so, weil du kannst es wirklich einfach, wie soll ich sagen, überall eigentlich lernen. Mega, mega cool so, feiere ich ziemlich. Kannst beispielsweise auch hier die Redegeschwindigkeit einstellen, du kannst vorskippen, zurückskippen. Das sind auch einfach Aspekte, die kriegst du halt in deiner Präsenz-Uni nicht. So, wenn du einmal was nicht gehört hast, weil dein Banknachbar laut war oder sonst irgendwas, du kannst dich nochmal anhören. Hier kannst du es theoretisch immer anhören, du kannst es in der Dusche, am Klo, im Fitnessstudio, beim Kochen, du kannst im Prinzip immer studieren, das feiere ich halt mega krass und deswegen finde ich es eigentlich auch richtig, richtig cool. Genau, was man vielleicht hier ein bisschen sieht, es sind halt einfach rausgeschriebene PowerPoint-Folien, also das finde ich halt jetzt nicht so geil, aber ja, es geht halt einfach darum, dass du dir den Stoff halt selbst aneignest, aber ich finde es halt geil, dass du es einfach so frei für dich gestalten kannst. Zu den Kosten: der Studiengang Psychologie, der Bachelor für 3 Jahre, kostet jetzt 2.100 Euro, was, denke ich, absolut korrekt ist. Glaube ich, irgendwie 80 Euro im Monat, was ja mega in Ordnung ist. Und für ein ganzes Studium, also richtig geil eigentlich. Und abschließend als Fazit würde ich sagen, kommt für mich ein Fernstudium in Frage. Ich habe mir gerade überlegt, okay, zwischen allen Faktoren, die es gibt, wenn du die irgendwie runterbrechen würdest, auf eine Frage, was ist die eine Frage, was man sich stellen sollte, ob man ein Fernstudium oder eben das Gegenteil, ein Präsenzstudium, also mit einer richtigen Uni machen sollte? Und ich glaube, die Frage ist einfach, ist dir Individualität und dein eigener Freiraum wichtiger und auch eben auch Ortsunabhängigkeit, was ein krasser Fakt beim Fernstudium ist, weil du theoretisch sogar deine Prüfungen in Moskau und in Shanghai ablegen kannst, das ist richtig geil. Dann nimm dir ein Fernstudium und wenn du
mal, du brauchst einen Rahmen, du brauchst oft soziale Unterstützung, du musst vielleicht auch von Leuten einfach geleitet werden. Dir ist auch einfach der persönliche Kontakt sehr wichtig. Dann mach eine Präsenzuni. Ich glaube, das ist so der beste Weg, um das Richtige für sich rauszufinden. Und deswegen, ich bin mega happy mit meinem Fernstudium. Ich vermisse überhaupt nichts. Und feiere es richtig hart. Deswegen kann ich es absolut empfehlen. Am Ende ist es natürlich aber auch eine Typsache, die nur du für dich selbst entscheiden kannst. Deswegen, mich würde es freuen, wenn du an die Fernuni Hagen kommst. Sehen werden wir uns wahrscheinlich trotzdem nicht. Und ja. Egal, welche Art von Studium du wählen wirst, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, wir immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. So I never go to wrong.